Jo, liebe Leute, weiter geht's mit FIFA. Wir treffen heute auf den FC Augsburg. Nach diesem 2-1 in Bremen sind wir definitiv erstmal mit dabei. Wie gesagt, mal schauen, wer es heute wird. Wie es wird. 5 Punkte Vorsprung auf den BVB. Wir können tatsächlich sogar im direkten Duell, weil ich weiß, dass wir so auf jeden Fall nochmal gegen sie spielen müssen. Ja, dann haben die Bayern gegen Dortmund gewonnen. Ja, ein Punkt immer noch. Stillstand bei Behandlung. Das war wahrscheinlich Amatei. Oh ja, wir treffen sogar auf die Bayern direkt im Pokal. Zweimal haben wir so schon schlagen können diesmal. Schade. Aber gut, nächstes Spiel heißt, wie gesagt, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt rotieren, weil ich weiß, dass wir im Pokal auf die Bayern treffen werden. Deswegen werde ich heute ein bisschen durchmischen, den Kader. Dabei ist mir dann der Sieg gegen den FC Augsburg nicht so ganz wichtig. Ich denke mal, die holen wir trotzdem die Punkte irgendwie. Aber es ist einfach nur Rotation. So, Joe. Merjan auf die Latza-Position mal. Da hinten auf der Link, auf der 6 spielt. Ich werde ein bisschen durch, wie gesagt, ich werde ein bisschen durchrotieren, um halt den Kader auch mal ein bisschen. Um mal ein bisschen Ruhe zu geben. Wie gesagt, das Spiel in 3 Tagen später im DFB-Pokal ist mir wichtiger. Weil sollte es mir diesmal mit dem Pokal, mit dem internationalen Geschäft in der Liga nicht klappen. Gut, sieht gut aus. Möchte ich jetzt mal in Richtung DFB-Pokal. Ich will alle Titel gewinnen. Das ist halt auch das Ding, DFB-Pokal. Ich trainiere es gerade ein bisschen. So, 16.000 haben wir da rausgeholt. AC, schade. Egal, komm, sei es drum. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen FC Augsburg. Wichtige Ligapartie für beide Seiten. Wolf, beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Die Nummer 1, Frederik Renault. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten. Ja, Piontek traf ihn gegen Werder doppelt, deswegen hat er heute die Situation, dass er vorne spielen darf. Es wird garantiert schwierig, ihn zu stoppen. Die Nummer 14, Florian Krüger. Die Nummer 22, Paulinho. Die Nummer 15, Ahmed Kutucu. Und mit der Nummer 9, ja, Augsburg müssen wir heute eigentlich schlagen, um die Chance auf die Meisterschaft zu holen. Und wir versauen wir den Bayern am besten noch den DFB-Pokal in der nächsten Folge, weil das ist dann das Duell im DFB-Pokal, Halbfinale. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft. Deswegen die Rotation auch. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC. Alles gut, Leute, sind noch 6 Spiele. Klassisch sieht das aus. Die
innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht. Dieses 4-4-2 bedeutet aber nicht, dass es so erfolgreich. Auf geht's. Der FC Schalke 04 mit dem Anstoß. Spiel beginnt. Krüger. So, was machen Sie draus? Ja, der will heute auf jeden Fall auch ein bisschen was machen. Also wir müssen Augsburg eigentlich am besten schlagen. Wie gesagt, selbst in der Liga. Geht ja. Paulinho, Ecke. Ja. Gibt Ecke. Da kommt die Ecke. Er ist da und kann den Ball hier klären. Komm, hol ihn dir. Wieder Paulinho, der jetzt mit der und sich nochmal eine Ecke rausholt. Der ja auch ein bisschen was zeigen will. Der geht ja nach Liverpool nach der Saison. Also zumindest erstmal leihweise. Der Ball kommt rein. Da können Sie klären. Jetzt die Flanke. Ach, ich krieg aber gerade. Die Gastgeber wollen heute an die Tabellenspitze, aber dafür muss es auch auf den anderen Plätzen entsprechend laufen. Richtig. Und das wäre vor allem für das Selbstvertrauen wichtig, so kurz vor dem Ende der Saison. Und jetzt ein Schuss. Ah, Gikiewicz, der es gut gemacht hat. Kolasinac. Das war natürlich die Chance, hier früh in Führung zu gehen. Das musst du nutzen. Was macht er draus? Paulinho! Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. 14. Minute. Der Start in diese Begegnung. Der, wie gesagt, so ein bisschen jetzt gerade aufblüht langsam. Kann ich den Wechsel noch fragen mit dem FC, mit dem DD, mit dem Liverpool an? Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei und dann muss er ja, gut gemacht. Den Kopf hinhalten. Hält aber den Schädel rein und knallt das Ding unten rechts ins Eck. Keine Chance für Gikiewicz. Aber wie gesagt, ich plane immer noch, ich überlege mir gerne noch, Dani Olmo zu holen. Den hätte ich so gerne im Kader. Den hätte ich auch als erste Wahl gehabt. Tor Nummer 4. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Schalke 04 liegt in Führung. Ja, guter Pass. Antonio Sanabria. Da ist er da. Er steht gut. Paulinho. Gas geben, Krüger. Flo. Come on. Da können Sie erstmal klären. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Gut gemacht, Paulinho. Keine gute Flanke. Naja, alles gut, alles gut, alles gut. Brauchst du ganz. Und das ist ein absoluter Pflichttermin. Das Halbfinale im deutschen Pokal. Es steht an für den FC Schalke 04. Und deswegen ist auch zu Hause gegen die Bayern. Ach, zu Hause, Gott sei Dank. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Das ist das Wichtigste, dass wir das Heimspiel noch dabei haben. Dass wir es jetzt im Heimspiel packen könnten. Aber ja, das muss auch erstmal gemacht werden. Mercan. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Macht er gut hier. Neben Mercan, ja. Wenn's jetzt schnell geht, damit. Heute wieder den Vorzug bekommen mal. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Putucu. Guter Pass. Gottes Ding, Paulinho! Rein ins Glück! Tor Nummer 2! Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ja, der blüht so langsam ein bisschen auf. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, das machen wir da, ja, nämlich den nächsten Druck. Mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt, deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Ja. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Die Nummer 22, Paulinho. Ja, Tor Nummer 5 in dieser Saison, Doppelpack. Sein viertes Tor für den FC Schalke, da dem es eigentlich überhaupt gar nicht so lief. Auf einen anderen Platz ist ein Tor gefallen, ich gebe kurz ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Ah, fuck. Neuer Spielstand Bayern. Damit 1-0. 33 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für diese Infos.
Nur weil ich jetzt einfach, weil sie die Führung gemacht haben. Ich hätte das Gegen gerne mit nach Hause genommen heute. Oder zumindest den Schritt da vorne gemacht. Tor! Es ist Paulinho. Tür. Der macht heute seinen lupenreinen Hattrick 3:0. Kein anderer Torschütze dazwischen, keine Halbzeitpause dazwischen. Es ist ein lupenreiner. Und damit macht er Tor Nummer 6 in dieser Saison. Da kommt das Tor nochmal. Und da sehen wir es. Er ist unaufhaltsam heute. Dreierpack. Tor Nummer 3. Alle machtlos. Krüger mit der Vorlage übrigens. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Klasse Aktion da. Der Angriff könnte was werden. Ja, Angriff. Das muss es sein. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich, was für eine Parade. Gut gelöst da. Mit Glück. Glück und Röno. Schade, Ramek. Krüger. Paulinho. Ja, Glück gehabt. Schönes Ding da außen. Krüger. Da ist die Szene vorbei. Und dann ist Pause. Führung zur Pause. 3:0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Richtig gute Partie heute von ihm. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. 4 Schüsse, 3 Tore bisher. Mal gucken, was er noch in der zweiten Halbzeit bringt. Ja, jetzt finde ich es tatsächlich ein bisschen schade. Gegen die Gladbacher finde ich mal dann okay, dass ich ihn abgebe. Wenn er weiter so spielt, dann wäre es halt eine Bombenalternative. Aber gucken, was dann passiert dann jetzt auch in der neuen Saison. Ich lasse ihn jetzt das Jahr dann in Liverpool und in unserer fünften Saison versuche ich ihn zurückzukriegen. Frederik Jensen. Super Aktion. Das ist die Ball. Kein Foul, der Schalker. Ich muss ganz guck mal, also vierte Saison werden wir auf jeden Fall noch spielen. Noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichener zugeht. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da gelingt einem Team alles, dem anderen nichts. Das ist heute so. Jetzt können wir den Ball reinbringen. Ganz unglücklich. Ernsthaft? Der haut das Ding per Eigentor ins eigene Netz. Also besser kannst du den als Stürmer nicht machen. Wir schauen uns dieses Eigentor hier nochmal. Ja, hier, ein bisschen zu sehr und zu. Wer war es überhaupt? Amadei, ja. Deswegen will ich noch abgeben, eigentlich. Scheiße. So. Ach, Mann, ärgere mich jetzt gerade so ein bisschen. Das Eigentor war einfach. Das Gegentor war einfach so. Macke. Definitiv unnötig. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Nach der Karte muss er sich zurückhalten. Ja, Dampf rausnehmen in den Zweikämpfen. So, Amateur geht jetzt raus. Klar, nach seinem geschenkten Tor der AG für den FC Augsburg. Die wissen selber nicht, warum sie es gemacht haben. Ah, das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion, gut geklärt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ja. Und da der Hinweis, wer es als nächstes mit den Augsburgern zu tun bekommt. Es geht für sie gegen Leverkusen im nächsten Spiel in der Bundesliga. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. So. Er pfeift sie zurück. Es gibt ja, er gibt sogar noch Abseits, okay. Schade, Rabeck. Schönes Ding. Schalke jetzt über außen. Ja, ich bringe jetzt natürlich auch Calario, der heute noch irgendwie ein Türchen machen soll. Deswegen halt die Wechsel jetzt noch schnell. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ja. Holt er sich den Ball. So, wir geben kurz ab
ins Studio. Es gab nämlich einen Treffer im Parallelspiel. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Der neue Spielstand lautet damit Schade. Also 2:1. Gespielt sind 65 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Antonio Sanabria. Das hätte auch mal Spannung in dieses Spiel gebracht. So geht es erstmal weiter mit der klaren Führung. Ich glaube, das waren die Nerven. Den müssen sie machen. Ja. Das könnte eine Gelegenheit werden. Joe. Oh, der ist er durch. Joe. Alario. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Sie holen sich den Ball. Ciao. Krasinac. Kutucu. Eigentlich ist er ja Neuner. Ganz weit. Gut geklärt. Das war wichtig. Oh, und Paulinho. Ja, wenn der gelingt, dem gelingt er einfach auch alles. Geklärt, aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Ja, es ist halt nichts weiter passiert jetzt. Also kurz vor Ende der Begegnung, gegen wen geht's als nächstes? Der kommende Gegner von Schalke 04 heißt Bayern München. Ja, Pokal. Weiß ich. Ich kriege aber auch gerade nichts, weil ich auch hinten nicht sehe. Das ist das Problem, weil das so weiß ist. Guter Vorstoß, kann was werden. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt, vielleicht mal ein bisschen ins Dunkle. Alario. Gefährlich. Die Chance jetzt. Paulinho, Viererpack. Der blüht heute übelst auf. Entschuldigung. Auf jeden Fall gut für die Tordifferenz, das Ding, ne? Ein weiterer Treffer in der Nachspielzeit. Ja, die lassen hier wirklich keine Gelegenheit aus. Hier nochmal dieser Treffer. Dem gelingt heute so ziemlich alles. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Genau, 4-1 der Endstand. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. So, Pflichtaufgabe Augsburg gelöst. Die Bayern weiterhin unter Druck gehalten. Die gewinnen nämlich nur 2-1 gegen die Mönchengladbach, aber sie müssen, ja, wir haben ein bisschen was zu tun. Nächstes Spiel ist dann der DFB-Pokal und dann ist es gegen jene Bayern. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann hoffen wir mal, dass wir uns die Pokalfinale einziehen können. Dann gegen wen auch immer. Ich weiß gar nicht, wie das zweite Halbfinale aussieht. Leverkusen und Freiburg. Aha, mal gucken. Ja, wieder Leverkusen oder Freiburg. Je nachdem, wie es heute ausgeht. Hoffen wir mal, dass wir die Bayern schlagen können und aber schaffen. Sehen wir uns in der nächsten Folge an.